Hallo und grüß dich. Heute schauen wir uns an einen der häufigsten Fehler, die gemacht werden, meiner Erfahrung nach, wo ich immer wieder auch bei meinen Mitarbeitern sehe oder auch teilweise bei den Leuten, die ich coache, bei Kunden etc. pp. In der B2B-Kaltakquise. Schauen wir uns heute mal an und unbedingt dranbleiben, weil hier hast du wirklich gute Learnings aus der täglichen Praxis. Okay, ja, wie schaut es jetzt aus in der B2B-Kaltakquise? Sehr, sehr häufig sieht es eben so aus, dass du einfach eine grüne Wiese hast. Das heißt, du bekommst einfach eine Liste mit Firmennamen, mehr oder weniger einfach mal so blanko, verzeih mir den Ausdruck, wenn ich so sagen darf, aber häufig einfach mal so hingerotzt, ja, einfach so eine Liste mit Firmennamen, sagen wir mal 100 Firmennamen, ja, die alle zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden Umsatz machen im Jahr, und da würden wir jetzt gerne unsere Lösungen platzieren, ja. Und das einfach mal so 100 Firmennamen und sonst gar nichts, ja, sonst überhaupt keine Null-Info, nicht mal aus welcher Branche die sind, sonst gar nichts. Und wie ist also jetzt der Prozess? Der Prozess ist ja so, dass wir jetzt diese Blankoliste haben. Jetzt geht der sozusagen der dedizierte Agent oder Vertriebler, der sich jetzt hier die Aufgabe gesetzt hat, das Ziel gesetzt hat, diese Liste zu qualifizieren, diese Accounts, geht jetzt hin und fängt natürlich erstmal mit Recherche an. Ja? Er schaut sich also jetzt erstmal den Account an. Hier mal A für einen Account, ja. Und als allererstes sucht er sich natürlich erstmal einen Ansprechpartner. In der Regel geht er auf Xing oder LinkedIn, ja. Entweder LinkedIn oder Xing, ja. Recht viel mehr haben wir ja nicht, ja. Und sucht sich hier einen Ansprechpartner. In der Regel einen Entscheider. Oder lass uns mal lieber sagen, einen vermutlichen Entscheider, denn so richtig wissen wir noch gar nicht, ob das tatsächlich der Entscheider ist. Wir recherchieren einfach und suchen uns einen Ansprechpartner, den wir dann sozusagen als Entscheider schon mal vorklassifizieren oder vorqualifizieren. Den wir dann versuchen anzurufen und dort eben unsere Lösungen zu platzieren, erstmal vielleicht einen Termin zu machen, ein paar Infos zu versenden und so weiter. Das ist so mehr oder weniger der Prozess, der jetzt hier stattfindet, bevor ich überhaupt das erste Mal meinen Telefonhörer in die Hand nehme. Tja, was wir natürlich jedoch zusätzlich machen, wir machen natürlich auch Recherche, ja, nicht nur natürlich zum Entscheider, sondern auch Recherche auf Google zum Beispiel zum Account, ja, zu der Firma natürlich. Wir recherchieren natürlich auch die Firma, denn wenn wir hier zum Entscheider durchgestellt werden, müssen wir natürlich hier eine Story parat haben, ja, wir müssen hier einen Einstieg formulieren, dass der Entscheider uns auch sozusagen nicht gleich abwimmelt und willig ist, uns erstmal ein bisschen zuzuhören beziehungsweise uns etwas über sich zu erzählen und seinen Status quo. Das heißt, wir stehen hier auch über die Firma, in der Regel über Google, ja, also recht viel mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht, weil Google hat alles, ja. Und recherchieren den Entscheider entweder auch über Google oder eben auf Xing und LinkedIn, suchen uns dann raus und den rufen wir dann an. Soweit, so gut, das ist also sozusagen der Standardprozess einer telefonischen Kaltakquise, wie sie eben auch so mehr oder weniger jeder da draußen macht. Und jetzt Achtung, jetzt kommt schon die erste Feinheit zwischen, sagen wir mal, Winner and Loser. Ja? Der Großteil, ich würde mal sagen, der Großteil der Leute, und ich sehe das auch immer wieder persönlich, und ich würde mal sagen, ich habe da einen sehr guten Querschnitt, Durchschnitt, den ich jetzt mal auf die gesamte Bevölkerung projiziere. Ja. Haben ja hier ein bisschen Arbeit reingesteckt, ja, wir haben die Firma recherchiert, den Account, wir haben jetzt hier den Entscheider recherchiert und rufen den an. Und in der Regel ist es ja so, dass wir den nicht gleich beim ersten Mal erreichen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste, ja, die ist entweder in einem CRM oder hoffentlich in einem CRM, vielleicht auch in einem Excel, wo auch immer. Und dort rufen wir einmal an. Ja. Das heißt,
hier findet in diesem Prozess als nächstes ein Call statt. Ein Wahlversuch. Das heißt, das ist ein sogenannter Bruttocall. Das nennt sich also Bruttocall. Ja, Bruttocall, weil wir haben einfach gecallt und es ist nichts passiert, ganz einfach. Ja, wir haben mit niemandem wirklich Entscheidendes gesprochen. Nicht mal mit irgendwie einem Kollegen oder sonst irgendwas. Ja. Wir haben auch sonst keine Informationen irgendwie bekommen zusätzlich oder irgendwas, was diesen Call als Netto-Call werten könnte. Netto-Call ist sozusagen das Gegenteil davon. Netto-Call wäre dann, wenn, der könnte theoretisch auch sofort passieren, was auch immer wieder vorkommt. Hat dann eher was mit Zufall zu tun, ja, wenn man gleich beim ersten Mal Netto-Call bekommt. Netto-Call ist eben, wie gesagt, genau das Gegenteil, wenn ich eben bereits mit jemandem hier jetzt im Gespräch bin, das ist dann sozusagen der was zu sagen hat, ja, also nicht nur einfach irgendwie ein Praktikant oder der mir eben nichts sagt, ja, oder eine Zentraldame, das ist dann eher kein Netto-Call, ja, also es müsste schon eine Chefsekretärin sein, die mir auch ein bisschen weitergeholfen hat, dann ist es eigentlich als Netto-Call zu werten ebenfalls, ne? Das sind so die die Bewertungsregeln da sind flexibel, ja, von Fall zu Fall. Aber wenn man ungefähr eine Ahnung hat, misst man das Ganze in Brutto- und Netto-Calls. Ich bin ja nicht so sehr der Freund. Es gibt sogar Agenturen, die berechnen ihre Dienstleistungen per Netto-Calls ab. Und also frage ich mich immer, okay, was ist denn jetzt genau ein Netto-Call? Also ich finde das nicht sehr dienlich. Das nur mal so am Rande. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auf einer Suche bist von einer Telemarketing-Agentur oder ähnliches oder Dienstleister, ja, die auch sowas machen und die rechnen per Netto-Call ab, ist immer die Frage, okay, Definitionsfrage, was genau ist denn jetzt ein Netto-Call? Ja, also, das, wenn ich mit einem Entscheider gesprochen habe, das ist als Netto-Call zu werten, bei komplexen Lösungen habe ich immer mehr als einen Entscheider. Ja, also, welcher Entscheider ist jetzt der Netto-Call oder was auch immer? Ja, okay, nur mal so am Rande abgeschweift etwas. Also, wir waren hier im Prozess, das heißt hier Entscheider-Call. Und jetzt ist es ja im Regelfall so, dass ich hier ein Bruttocall habe. Das heißt, der Bruttocall bedeutet, ich habe einfach angerufen und ich werde durchgestellt oder auch nicht. Ja. Und also hier ist dann nochmal Verzweigung, ja, durchgestellt, ja oder nein. Ja. Also hier ja oder nein. Da müsste eigentlich hier durchgestellt stehen. Also gut, egal wie man das jetzt auch mal schreibt. Ja. Und ja oder nein. Und dann kommt sozusagen der erste große Fehler, den viele machen. Die gehen sofort zum nächsten Account. Ja? Das heißt, die arbeiten diesen Prozess ab, der vielleicht insgesamt vom komplett Zero, also quasi ich weiß nichts über die Firma, ich habe keinen Entscheider, den muss ich recherchieren, ich weiß nichts über die Firma, den muss ich recherchieren. Und mache meinen ersten Call und habe ein Protokoll, werde durchgestellt oder auch nicht und erreiche aber niemanden. Das Ganze kann schon ein paar Minütchen dauern. Ja? Also es kann unter Umständen noch ein bisschen länger dauern, wenn die Firma sehr komplex ist, mit ganz vielen Unterfirmen, eine Group, ja, zum Beispiel, eine Holding-Struktur und so weiter. Dann kann das Ganze auch mal eine Viertelstunde dauern oder sowas. Ja? Wenn es ein mächtiger Konzern ist. Ja, bei kleineren Firmen dauert das Ganze nur ein paar Minuten. Ja, aber immerhin, egal, wie auch immer, immer proportional zum Potenzial der Firma. Ne? Also beim Konzern dauert es vielleicht 10, 15 Minuten. Dafür ist natürlich ein Lead beim Konzern eventuell auch 10-mal mehr wert. Beim mittelständischen Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz und mit 50 Millionen Umsatz dauert dieser Prozess eben vielleicht nur 2 Minuten. Dafür ist dort ein Lead vielleicht auch nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel wert oder noch weniger. Ja? Also das ist alles proportional, von daher ist es auch egal, wie lange es jetzt dauert. Ja? Aber es dauert Zeit. Und jetzt ist wieder eine wirklich wichtige Fehler, den halt viele, viele machen und wirklich überwiegend. Die gehen sofort, die bauen hier die erste Schleife ein, ja, und dann setzen wir mal so eine Schleife und gehen hier zum Account Nummer 2. Ja, also, was ist hier deine Liste mit deinen 100 Accounts? Wir haben ganz am Anfang in deinem CRM, ja, mit dem einen Firmennamen. Und jetzt gehst du hier zum Account, brichst hier ab, ja, und gehst hier zum Account Nummer 2
und durchlebst den gesamten Prozess identisch zu Account Nummer 1. Das ist jetzt einfach Account Nummer 1, Firmennamen Nummer 1. Und jetzt gehst du wieder und machst das Ganze Firmennamen Nummer 2. Und wo ist jetzt hier der große Fehler? Magst du vielleicht meinen, das ist doch meine Aufgabe, das ist das, was ich zu tun habe. Naja, du hast hier, sag mal, du hast hier investiert, um eine Recherche in die Firma reinzumachen. Das heißt, du hast hier angefangen, dich so ein bisschen, ich sag immer, dich in einen Account hinein zu graben. Ja? So langsam ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Firma. Welche Leute sind denn da so auf LinkedIn und Xing? Ja, gibt es da eher viele Vertriebsleiter oder IT-Leiter oder Controlling-Leiter und so weiter? Ja? Und du hast ein bisschen Gefühl bekommen für die Firma, hast eine Story im Kopf zurechtgelegt. Ja? Und das ist ein Prozess, der eine gewisse Zeit lang dauert. Und da jetzt gleich nach einem Wahlversuch, mal genommen die Vorbereitung für den Wahlversuch, wenn es jetzt eine grüne Liste ist, ja, hat vielleicht 5 Minuten gedauert, der Wahlversuch hat vielleicht 2 Sekunden gedauert und die 5 Minuten Vorbereitung für die 2 Sekunden Wahlversuch ergeben insgesamt 5 Minuten und 2 Sekunden. Also ist verhältnismäßig sehr, sehr lange Vorbereitung für einen ganz kurzen Wahlversuch. Mit dem Resultat, Protokoll nicht erreicht, schreibt nicht erreicht ins CRM und macht den gleichen Prozess für meinen nächsten Account. Und das ist eben viel, 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 viel effektiver, auf 100 Accounts, auf 200 Accounts, auf 1000 Accounts über Monate, Wochen hinweg, wenn du hier nicht sofort, besonders bei größeren, wir reden hier hauptsächlich auch bei größeren Accounts, ja, sagen wir mal 500, wie ich schon gesagt habe, bis mehrere Milliarden Umsatzfirmen, ja, als Zielgruppe. Wenn du hier nicht sofort abbrichst bei einem Wahlversuch und dann in den nächsten Account reingehst, sondern du bist ja hier gerade erstmal warm geworden mit diesem Account. Das heißt, du gehst hier, machst hier eine kleinere Schleife, nicht zurück zum Account Nummer 2, sondern du machst hier eine kleinere Schleife zurück zu Xing bzw. LinkedIn. Ja, du bleibst im Account drinnen. Für manche mag das jetzt super simpel klingen, aber die wenigsten machen es. Ja? Und es ist ein riesen Unterschied am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats von deiner Performance insgesamt. Glaub mir, also hundertprozentig, ich spreche wirklich aus der Praxis. Ja? So arbeite ich und so arbeite ich super erfolgreich. Ja? Wirklich erfolgreich. Ja? Also, ich habe teilweise Kunden, die kommen aus dem Staunen nicht heraus, wie schnell ich zu Resultaten komme. Aus einer komplett kalten Liste, ja, mit Firmennamen, wo man gar nicht zu träumen gewagt hatte, so schnell einen Termin zu bekommen. Ja. Und das ist eben, wie ich hier arbeite. Das ist entscheidend, dass ich hier die kleinere Schleife mache und wieder über LinkedIn und Xing mir weitere Entscheider, ja, suche. Entscheider Nummer 1 war das. Und dann suche ich mir den Entscheider Nummer 2, den Entscheider Nummer 3 und so weiter. Und bei größeren Firmen gibt es Dutzende mögliche Entscheider, denn auch der erste Entscheider, den ich hier gar nicht erreicht habe, war ja nur ein vermutlicher Entscheider. Ich habe mit ihm noch nie gesprochen, ich habe den ja gegebenenfalls ja nur mal recherchiert auf Xing und LinkedIn, denn das ist alles. Ja. Das heißt, ich bin mir nicht mal sicher, ob das auch der Richtige war. Ruf den einmal an, ich kann ihn nicht erreichen und breche sofort ab und gehe wieder raus aus diesem Account, wo ich mich gerade erst ein bisschen warm gelesen habe, ein bisschen reingearbeitet habe. Und mach den nächsten Account und fang wieder völlig kalt an. Und dann das gleiche wieder bei Account 3, bei Account 4, bei Account 5 und so weiter. Und damit verbaue ich mir so ein bisschen die Dynamik. Und das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Wort in der telefonischen Kaltakquise, ist Momentum. Ja? Also Momentum, ich schreibe es nochmal hin. Unterschreibe ich mal. Ja. Es ist so ein unheimlich riesiger Unterschied, ob du Momentum aufgebaut hast in der telefonischen Kaltakquise oder nicht. Ja. Und es ist einer der Wege, wie du Momentum aufbaust, indem du jetzt sozusagen wieder zurückgehst, iterativ, ja,
in dieser kleineren Schleife und das gleiche Spiel machst bei Entscheider 2. Flexen ins CRM ein, rufst den mal an, kannst dich erreichen, Entscheider Nummer 3, 4, 5, 6. Und ich kann dir eins sagen, es gibt Momente, da wo ich, sagen wir mal, bei einem Account ganz kalt, ganz neu, überhaupt nicht weiterkomme. Ich weiß vielleicht, dass ich hier einen Entscheider habe, der der richtige Entscheider wäre und ich habe den irgendwie schon 20 Mal angerufen und kann ihn nie erreichen über mehrere Tage oder Wochen hinweg, dass ich teilweise alle in irgendeiner, auch nur in der entferntesten Relevanz auffindbaren Kontakte auf Xing oder LinkedIn einfach recherchiere, mir auf eine Liste schreibe oder ins CRM einpflege und anrufe. Ja, ich habe das letztens gemacht mit, ich glaube, 12 verschiedenen Personen habe ich nacheinander angerufen, habe mich von der Zentrale durchleiten lassen. Der kannte mich schon, der hat schon gelacht, wenn ich angerufen habe. Ja, ach, Herr Klein, Sie schon wieder. Wen darf ich Ihnen diesmal weiterleiten? Ja, manchmal hat man dann auch jemanden an der Zentrale. Bei größeren Firmen hat man ja unterschiedliche Leute, die merkt, dann merkt man das auch nicht so. Aber manchmal hat man jemanden an der Zentrale, die sind halt dann genervt, ne? Dann funktioniert es halt nicht. Aber der war halt super freundlich und man muss das Ganze einfach locker sehen. Dann überträgt sich das, diese Lockerheit auch auf den Zentralisten, ja? Also der, den Menschen an der Zentrale, der Zentralist. Und hat mich dann wirklich 12 Mal innerhalb von einer Stunde an alle möglichen Personen innerhalb der Firma durchgestellt, bis ich dann tatsächlich einen gefunden habe, der zwar mit dem Thema nur am Rande zu tun hatte, auch definitiv kein Entscheider war, aber der wusste, wer der Entscheider war zu diesem speziellen Thema und in welcher Abteilung dieser gesessen hat. Und dieser, der war auf Xing gar nicht auffindbar. Ja, das kommt noch dazu. Das heißt, ich habe dann letztendlich über diese Methode jemanden gefunden, der auf Xing und LinkedIn gar nicht registriert war. Das kommt nämlich auch noch hinzu, dass viele Entscheider mittlerweile auch spitz bekommen haben, aber schon seit längerer Zeit, dass wenn sie auf LinkedIn und Xing zu sehr präsent sind, dass sie einfach dort recherchiert werden und ständig belästigt und angerufen. Ja? Und deswegen sind sie ja gar nicht zugegen oder gar nicht präsent oder nur so minutiös, dass du sie kaum findest, ja? Oder einfach gar nicht präsent. Ja? Die haben gar keinen Account auf Xing oder LinkedIn, würdest du also so niemals herausfinden. Und über diese Methode habe ich dann einfach irgendwann mal jemanden gesprochen, der mir einfach weitergeholfen hat. Punkt. Ja. Und das ganze Spiel hat vielleicht eine Stunde gedauert, aber ich hatte am Ende dieser Stunde Arbeitszeit, ja, weil es für länger wie eine Stunde, 2 Stunden maximal war das nicht, bin ich an meinem Ziel angelangt. Und das ist das Entscheidende. Es bringt nämlich nichts, und das sage ich auch immer wieder meinen Mitarbeitern. Es bringt nichts, wenn du da sitzt und den ganzen Tag lang, 8 Stunden lang, Callversuch, Protokoll nicht erreicht. Nächstes. Callversuch, Protokoll nicht erreicht. Nächstes. Callversuch, Protokoll nicht erreicht. Nächstes. Callversuch, Protokoll nicht erreicht. Und das Ganze 80 Mal am Tag. Ja, dann hast du 80 Stunden was getan, hast 80 Stunden gearbeitet. Bravo. Ja, ich überweise am Monatsende die Kohle. Für was? Für Protokolls. Ja, da könnte ich auch einen Schüler hinsetzen, ja, für 450 Euro, weil der muss mit niemandem reden, der macht ja nur Protokolls. Ja, also da muss ich keine qualifizierten Leute hinsetzen für so eine Tätigkeit. Und ich erwarte von qualifizierten Leuten, erwarte ich, dass sie auch so lange sich hier reinbeißen, wie ich schon gesagt habe, wie so ein Schäferhund, der schnuppert. Und wenn er sozusagen seine Beute geschnuppert hat, dann hört er nicht mehr auf zu schnuppern. Dann wird er immer nervöser und schnuppert immer mehr und schnuppert immer mehr und schnuppert so lange und wühlt so lange rum. Ja? So ein Drogenhund oder ein Hund, der halt irgendwas sucht oder irgendwelche Schätze sucht oder irgendwelche Verschütteten, sagen wir mal ein besseres Beispiel, ja? So Hunde, die Rettungshunde, die Verschüttete suchen. Die hören nicht auf, wenn sie eine Fährte gefunden haben, ja, oder bis sie eine Fährte gefunden haben. Und dann, wenn sie eine Fährte gefunden haben, hören die nicht auf, bis sie wühlen und machen und tun und so lange schnuppern und graben sich da rein, ja, bis sie sozusagen den richtigen oder zumindest mal einen Entscheider ausgebuddelt haben, den sie dann auch sprechen. Und in meinem Fall war das dann auch gleich ein Termin. Und das Ganze, der Termin hat sogar dann innerhalb von 5 Tagen stattgefunden. Also
also der Cycle, ja, von diesem Lead, ja, war eine Woche, ja, bis zum Termin, ja, bis zum ersten Termin, und dann geht es ja immer weiter, ja, von einem völlig kalten Account, ja, und das war eine Firma mit mehreren, mit zweistelligen Milliarden Umsätzen, ja, also das ist nicht so einfach mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen telefonieren, das ist schon High-End, wirklich High-End, ja. Okay, das war sozusagen einer der wichtigsten und häufigsten Fehler da draußen, die ich leider immer wieder sehen muss, ja, und leider auch immer wieder bei Neulingen zum Beispiel, die ich teste, wenn ich ein Projekt habe, die ich noch nicht so gut kenne und mal einen Tag oder ein paar Tage teste, ob sie denn tauglich sind, also quasi ob sie zu meinem Team passen würden. Ich sehe es auch immer wieder bei anderen Leuten oder wenn ich mal unterwegs bin beim Coachen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du dich einfach wieder viel, viel effektiver arbeitest, wie du viel, viel mehr rausbekommst aus deiner Zeit. Warum? Letztendlich unterm Strich, weil du Momentum aufbaust. Es gibt viele Möglichkeiten, also mehrere Möglichkeiten, wie du Momentum aufbaust. Das ist eine davon. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen zum Nachmachen. Einfach nachmachen. Es ist wirklich nicht schwierig. Es ist eigentlich relativ einfach. Ja, du brauchst einfach nur das richtige Mindset dazu. Du brauchst, sagen wir mal, ein gewisses Maß an Dynamik. Ja, und wenn du das nicht hast, dann ist es vielleicht sowieso die falsche Tätigkeit. Also wenn du eher jemand bist, der sagt, naja, ich telefoniere einfach mal die Liste so durch, ja, Protokoll nicht erreicht, den nächsten Protokoll nicht erreicht, ne? Wenn ich habe ja was getan, dann ist es sowieso der falsche Job für dich. Also ich schmeiße solche Leute sofort wieder raus, wenn ich das feststelle, dass das gegen ihre Mentalität ist, ja, weil dann werden die ja nicht das High-End-Performance-Level abliefern können, so wie ich es persönlich tue und so wie ich es eben auch bei all meinen Mitarbeitern eben erwarte. Ja. Also, das soll es gewesen sein. Wenn du dazu Fragen hast, hau mir das, wenn du das Video auf YouTube sehen solltest, hau mir einfach die Frage in die Kommentare rein, dann werde ich versuchen zu beantworten, wenn ich irgendwann mal Zeit dazu finde. Ja. Und wenn du das sozusagen das Video in meiner Trainingssession, ich werde das Video auch auf meinen internen Trainingssession für meine interne Akademie auch verwenden und posten, dann schau einfach jetzt das nächste Video, ja, wenn du noch Zeit dazu hast. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Setz das unbedingt um, ja, egal ob du jetzt ein Mitarbeiter von mir bist und das siehst oder ein Mitarbeiter für irgendjemand anders da draußen, wenn du es auf YouTube siehst oder wenn du das Video irgendwie als potenzieller Kunde von mir siehst, ja, dann try it out. Ja, du wirst sehen, die Resultate sprechen für sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Thumbs up. Ja, wir sehen uns. Und wenn du Interesse hast, mal mit mir ein unverbindliches Strategiegespräch zu führen, ja, im Sinne von, was könnte ich für dich tun bezüglich Vertriebsunterstützung, ja, dann einfach hier unten den Link klicken, auf YouTube zum Beispiel, ja. Und dann lass uns doch einfach mal telefonieren für eine halbe Stunde. Vielleicht ist es ja ein gegenseitiger Mehrwert. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und ciao.